Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns vom Shisha Team. Und wir haben heute eine neue Pfeife am Start, die wir uns auf der Messe geklärt haben. Besser gesagt, wurde sie uns geklärt. Wir haben sie nämlich nicht bezahlen müssen. Ziemlich geil. Wir haben die gestellt bekommen von CRT Shisha. Wenn ihr noch nichts davon gehört habt, dann schaut doch einfach mal auf der Facebook-Seite vorbei von denen. Oder googelt das einfach mal, da findet ihr noch andere Pfeifen von dem CRT Eco Classic, die Chrom-Transparent-Variante, haben wir hier zu stehen. Die bekommt ihr für 89,90. Der Messepreis war damals 60, sagtest du gerade. Genau. Und ich würde sagen, legen wir gleich mal los mit den Details hier. Vorher aber noch ein dickes Danke natürlich an CRT, dass wir die wirklich zur Verfügung gestellt bekommen haben. Denn für alle ist das selbstverständlich, aber nein, ich finde das überhaupt nicht selbstverständlich. Danke, von daher wirklich Leute. Vielen, vielen Dank. Ja, ob sich das gelohnt hat, das erfahrt ihr jetzt. Also bleibt dran. Ja, los geht's. Ich glaube, um das besser beschreiben zu können, sollten wir die Plätze tauschen, Anni. Okay. Okay. 1, 2, 3. Alter. Das Zwischenteil ist hart, oder? Ja, hab ich gemerkt. Gut, das nächste Mal setzen wir uns einfach um kein Telefon. Fangen wir gleich mal mit ein paar Bauteilen an, um mal ein bisschen zu zeigen. Hier haben wir einmal die Bowl. Ja, ihr seht es vielleicht auf dem Video, wenn nicht, dann habt ihr es vorne in dem Einspieler gesehen. Es ist so ein leicht, ja, so bunt verspiegeltes Glas. So ein Rainbow-Effekt irgendwie so ein bisschen. Es sieht halt ganz nice aus, weil es hebt sich nochmal ein bisschen von so einer ganz normal einfachen Glasbowl ab. Also mit diesem Schimmer finde ich das eigentlich schon ganz nett. Dann haben wir hier auch gleich die... Was ist das? Sieht aus wie ein dicker Mann, wie so ein Sumo-Ring oder was. Jo! So, hier sehen wir jetzt nochmal die Base aus gutem V2A Edelstahl gefertigt. Ist schön massiv und hat auch ein ganz normales Gewinde hier. Das Problem ist, habe ich gerade schon feststellen müssen, die Gewinde hier drin sind ein bisschen scharfkantig. Also ich habe da gerade einfach mal so in der Hand gehalten und habe mich gleich geschnitten. Okay, ich habe damit ein bisschen rumgespielt, aber ja, ist halt ein bisschen scharfkantig, aber im Endeffekt ja, puppelt ihr deinen Finger in der Base eigentlich auch nicht rum. Ich würde sagen, ja, seid da ein bisschen vorsichtig, die Gewinde laufen super. Ich würde gerne noch was zur Bowl einwerfen. Ja. Ich bin jetzt schon übersprungen. Wenn ihr hier oben mal reinguckt, jetzt darf ich nicht kleckern, seht ihr das vielleicht auch. Also der Aufsatz für die Base, der ist hier auch nicht hundertprozentig gleichmäßig oder mittig aufgeklebt. Das sind eben so kleine Sachen, die man für eine Pfeife, für eine Edelstahlpfeife, die 90 Euro kostet, in Kauf nehmen muss. Mhm. Ihr habt ja keine MIG, das sollte klar sein. Ja, das wollte ich nur mal kurz einwerfen. Und der Schlauchanschluss, ja, war hier. Wundervoll. Wie sieht, also wie lässt sich es raufdrehen? Sind die Gewinde leicht? Ja, wunderbar, gar kein Problem. Ich merke da gar keinen Grat oder irgendwas. Laufen wie geschmiert. Das ist mir tatsächlich auch aufgefallen. Ich finde, die laufen wirklich, als wären sie eingefettet, sind sie aber gar nicht. Und das ist ein Kompliment. Ja, wirklich. Also, man hört es auch nicht quietschen oder so. Das ist so das erste Zeichen, dass irgendwas ein bisschen schleift, dass es quietscht, aber die gehen wirklich butterweich da drauf. Ihr seht jetzt die Raufsäule. Natürlich auch aus dem gleichen Edelstahl. Hier habt ihr es auch wieder wie bei vielen anderen Pfeifen, dass ihr zuerst die Raufsäule eindreht und dann an der Raufsäule das Tauchrohr befestigt. Hier habt ihr auf beiden Seiten ein Gewinde beim Tauchrohr, also ist vollkommen egal, wie rum ihr das anschraubt. Wir haben nämlich einen Metalldiffusor, der irgendwo der ist mal unterwegs gegangen ist. So, hat man hier schon wieder so ein richtig massiges Teil. Das ist gut schwer, aber schön stabil und, so wie es aussieht, auch alles schön gerade. Ja, ganz schön zerfranst ausgeschnitten. Kannst du das mal einzeigen? Ich weiß nicht, ob man das sieht. Aber die das ist mir auch beim Laden aufgefallen. Also da muss vielleicht ein ganz bisschen nachgewässert werden, weil da ist wirklich, es ist relativ unsauber ausgeschnitten, muss ich leider sagen. Nichtsdestotrotz tut es dem Diffusor irgendwie nichts ab, also der funktioniert trotzdem. Wir meckern hier auf hohem Niveau, genau. Muss man schon sagen. Genau. Gut,
Dann hätten wir das. Jetzt kommen wir nämlich zu der Besonderheit. Deswegen haben wir uns eigentlich auch für diese Pfeife entschieden, weil wir hatten einfach noch keine mit einem ordentlichen Schliff, weil das einfach immer wieder das gleiche Problem war. Irgendwann verkalken die Gewinde durchs Wasser und einfach, keine Ahnung, dann kriegt ihr sowieso nichts mehr abgedreht. Und hier läuft das einfach, dass ihr den Kohlenteil damit raufsetzt. Ich finde ja tatsächlich, das muss ich jetzt nochmal machen. Ich klopfe ihn jetzt frecherweise einfach direkt wieder ab. Ich hätte auch noch meinen Satz sagen können, bevor ich das auch okay. Nee, muss ich ja. Weil ich finde, dieser Kopfadapter ist echt richtig nice. Also der ist wirklich schwer und massiv. Sonst sind die immer so fipselig, finde ich, so dünnwandig. Und der hat echt ordentliches Gewicht. Ja, das Tolle hier ist dann natürlich, wenn ihr da euren Kopf drauf habt und fertig geraucht habt, dann könnt ihr ganz einfach den Kohlenteil abnehmen, kurz abspülen. Da müsst ihr nicht alles nochmal reinigen. Natürlich solltet ihr die Shisha auch nicht verkommen lassen, aber wenn man mal zwischendurch nur schnell das Wasser wechseln will, weil man noch nicht so viel geraucht hat und die Pfeife einfach wieder ein bisschen sauber aussehen soll, finde ich das halt super, weil man dann nicht einfach alles auseinanderschrauben muss, um irgendwas sauber zu machen, sondern man kann einfach Stück für Stück die Teile einzeln wegziehen. Ja, und ich würde sagen, während wir jetzt noch den Rest vom Schlauch zusammenbasteln, könnte Max ja mal eben vorbeikommen und einen Kopf drauf machen. Ach, ist das schon alles erledigt? Geil, läuft doch bei uns. Ich rauche total gern mit diesem Mundstück, weil hier oben ist es einfach so, ich kann es gar nicht richtig beschreiben, es ist so geil abgerundet, dass es ein total angenehmes Gefühl ist, wenn man da unten raucht. Es klingt ja total merkwürdig, aber dieses Lippengefühl dabei, ihr müsst es ausprobieren, das ist ausfüllen. Ziemlich geil. Hätte ich auch übrigens jetzt auch im Leier-Shop in der Altstadt Spandau, also guckt da mal vorbei. Ja. Vielleicht könnt ihr einfach mal wirklich hingehen und mal fragen, ob ihr testen dürft, dann stellt euch hin und... Fertig ist die Pfeife. Jawohl. Aber nicht ganz. Deshalb bin ich nämlich abgehauen. Mir ist noch eingefallen, dass es ja sogar noch einen Kamin dazu gab. Ihr seht, den haben wir noch nicht mal ausgepackt. Ah, der war genug da. Also. Wir haben noch einige. Gab es einen Kopf zum Motiv? Einen Kopf gab es dazu. Das ist eben ein sticknormaler Standard-Tonkopf gewesen, mit dem man definitiv super rauchen kann. Ja, wir haben jetzt hier den KS Apo genommen, einfach weil das so unser Standardkopf ist, aber wie gesagt, den Kopf, den ihr dazu bekommen habt und hättet, mit dem Kamin, hättet ihr auch direkt losstarten können. So ein Komplett-Set, alles schon dabei, ihr braucht nur noch Kohle und Tabak. Und dann kann es losgehen mit dem Rauchen und ich glaube, da setzen wir jetzt an und rauchen das Teil jetzt noch. Ganz, ganz angenehmes Plätschern. Das gefällt mir schon wieder richtig gut. Ja, weil viele Diffuser nehmen ja dieses Plätschern so komplett raus. Und ich finde, dann fehlt immer was. Und hier ist es so ein gutes Mittelmaß. Es ist definitiv leiser. Aber man hat auch so dieses Blub. Ja, so ein bisschen, ne? Stimmt. Da war wieder ein Sounddesigner am Werk. Okay. Ja, dann haben wir es jetzt aufgebaut. Angeraucht ist er auch. Wir rauchen nur für die, die es interessiert, den 187. Woman to go, einfach der geilste Sommertabak ever. Ja, wie ihr seht, die Pfeife ist dicht, das Allerwichtigste. Weicht nirgendwo Rauch aus, wo er nicht ausweichen sollte. Also das Ausblasventil, habt ihr gerade gesehen, funktioniert auch wunderbar. Der Durchzug, wie du gerade gesagt hast, ist prima. Also wirklich nichts zu beanstanden, raucht sich sehr, sehr angenehm, auch mit dem Diffusor. Ja, und für 90 Euro oder 89,90, muss man ja sagen, sind 10 Cent, muss ich sagen, steht da einfach mal eine richtig, richtig geile Edelstahlpfeife. Oh ja. Die gefällt mir von der Optik her mega gut. Also ich bin ja auch generell Fan von diesen schlichten Bowls und mit dieser kleinen Spiegelung da drin, finde ich auch super geil. Ist nicht zu viel. Für 90 Euro, worüber haben wir gemeckert? Über Sachen, die eigentlich, wenn ihr sie zusammengebaut habt und die da steht, scheißegal sind, um es mal ehrlich auszudrücken. Da sind, irgendwo ist ein kleiner Grat dran, den merkt ihr aber nicht beim Ziehen, den merkt ihr auch nicht hier beim Rauchen, ja, vielleicht beim Putzen. Aber, was soll ich sagen, wenn man da ein bisschen vorsichtig ist und nicht mit der Base rumspielt, sollte da auch nicht viel passieren.
Also ich glaube, von uns gibt es für diese Pfeife eine ganz klare Kaufempfehlung. Definitiv, ja. Wirklich sehr, sehr positiv überrascht, für diesen niedrigen Preis so eine qualitativ hochwertige Pfeife hier auf dem Tisch zu haben. Ich habe gerade dran gedacht, vor einem Jahr habe ich mir in Frankfurt die Dutch Shisha mitgenommen. Mhm. Da findet ihr auch ein Video auf unserem Kanal. Guter Vergleich. Die hat, glaube ich, auch so um die 90 Euro gekostet. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Und wenn ich mir die jetzt angucke, die steht jetzt als Deko-Objekt auf unserem Regal. Man kann die aber eigentlich nicht mehr benutzen, weil die Farbe bröselt ab, die Gewinde funktionieren nicht mehr. Der Molassefänger, der ist sowieso schon direkt explodiert. Ja. Ja, und den Eindruck habe ich bei der Pfeife nicht. Also die brauchen wir wahrscheinlich in 3 Jahren immer noch. Ja, weil die einfach echt top ist. Richtig, wunderbar verarbeitet. Und wir dürfen euch aber auf jeden Fall noch nicht vorenthalten, dass ihr auf der Internetseite auch noch ganz viele andere Modelle findet. Denn die Jungs von CRT haben natürlich nicht nur dieses eine Modell hier auf dem Tisch. Die haben noch viel, viel mehr in der Produktion. Auch noch etwas größere Modelle, die gefallen mir auch ganz gut. Ja, und die Preise, alle moderat. Also ihr werdet da keine 300 Euro los, wenn ihr nicht 3 Pfeifen kauft. Ja. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Wir werden jetzt noch weiter rauchen. Ich will hier endlich mal einen Zug für den guten Moment übernehmen. Und nochmal vielen, vielen Dank für diese Pfeife, dass wir die zur Verfügung gestellt bekommen haben. Und macht's gut, bis zum nächsten Video. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen da. Vergesst nicht zu abonnieren, wenn ihr noch mehr Videos von uns sehen wollt. Und dann sind wir raus. Ciao, Team. Ciao, ciao.